Zu Gast bei dem Ebersbrunner Künstler Michael Schulz. Ab Sonntag stellt er seine Werke auf Schloss Wildenfels aus. Im Vorfeld hat er sein Atelier geöffnet und stand Rede und Antwort. Mal eben schnell ein Interview mit Michael Schulz so zwischen Tür und Angel, das gibt es bei ihm nicht. Er nimmt sich Zeit für seine Gäste und breitet nicht nur seine Kunstwerke, sondern sein ganzes Leben aus. Und da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. 1968 kam er im damaligen Ost-Berlin zur Welt. Doch mittlerweile lebt und arbeitet er in Ebersbrunn. Kontrastprogramm zwischen Weltstadt und dörflicher Idylle. Also mein Leben in der Großstadt, seitdem ich nun... Warum eigentlich? Schnauze voll. Tag und Nacht gab's ja gar nicht mehr. Immer unterwegs... Ja, schon auf der Überholspur. Was damals, wo ich meine Frau kennengelernt habe, vor 26 Jahren, noch exotisch und schön war, geht dir irgendwann nachher auf den Keks. Das hältst du auch nicht durch. Und deswegen habe ich gesagt, nee, geh mal dahin, wo die Kühe auf der Weide stehen, Schafe gezüchtet werden, die Nachbarn, den anderen Nachbarn schlecht machen, der Himmel blau ist und so war das halt. Aus welchem Stadtbezirk kommst du in Berlin? Wo ich geboren worden bin. Ist das was anderes als das, wo... Na, der Berliner zieht in seinem Leben im Durchschnitt 15 Mal um. Und auf diese 15 Mal bin ich hochgekommen. Oh. Und meine Mutter sehr noch mehr. Ja, also geboren in Berlin-Weißensee, 1968. Unspektakulär. Ist nicht passiert. Weißensee ist relativ ruhig. Weißensee ist noch relativ ruhig, so im Vergleich zu Mitte oder Prenzlberg. Ruhig? Inwiefern? Dass die Autos dort langsamer fahren? Oder ruhig? Was die vom Nachtleben her. Naja, Dinge haben sich jetzt schon geändert. Ich war jetzt vor kurzem mal in Berlin gewesen, hab meinen Vater mal besucht. Also die Sachen sind kaum wieder zu erkennen. Da ist keine Lücke mehr frei. Die Häuser, die damals gestanden haben, stehen nicht mehr. Kann ich heute ja nicht mehr beurteilen, ob das ruhig ist. Für mich ist heute Berlin prinzipiell Hektik. Also wenn ich mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt gehe, fährt mir mindestens zwei alte Damen hinten in den Hacken und fragen, sagen Sie mal, heute ist nicht Sonntag, können Sie mal einen Zahn zulegen? Hektik ohne Ende. Nee, da freue ich mich immer hier auf diese gemütliche Ebersbrunn. Und merkt man das dann letzten Endes auch so in den... Kunstwerk, nenne ich es jetzt mal, egal in welchem Genre, dass da so die Ruhe rüberkommt. Was sind so deine Lieblingsmotive oder gibt es sowas überhaupt nicht? Nee, gibt's nicht. So genau wie jeder Mensch seine Launen hat, so entwickeln sich auch Motive und Ideen. Das kann heute dies sein, das kann die Hausfrau sein, die vier Kinder am Rockzipfel hat und... Das kann am nächsten Tag eine Geschichte von SM sein, wo der Geschäftsführer von der Bank ... sich abends auspeitschen lässt. Also das wechselt. Da kommen wir mal zu dieser Ausstellung am 20.05. Was werden da so für Werke gezeigt? Fotografien, Malerei, Grafiken oder... Fotografien und Malerei. Thematisch lässt sich das irgendwie festmachen? Überhaupt nicht. Wie eben schon gesagt, das wechselt. Ich male Bilder über Pflanzen, ich male Bilder über Menschen, ich fotografiere verschiedene Dinge. Manche Sachen sind inszeniert, inspiriert durch die Modebranche. Das sind gestellte Bilder. Manche sind Schnappschüsse. Kann man nicht sagen. Gibt auch kein Motto. Wir hatten uns ja vorher unterhalten, ist das eher ein Fluch oder ein Segen, wenn man wirklich in allen Gebieten unterwegs ist und eigentlich überall was völlig Neues macht und eher weniger wiedererkennbar ist. Ist das Fluch oder Segen? Es wird mir suggeriert, dass das ein Fluch ist. Ich selber empfinde das als Segen, weil man ja eben macht, was man machen will. Aber es gibt auch Auftragswerke, da machen wir uns ja nichts vor. Man muss ja auch davon leben, wo man sich dann zwangsläufig mit Themen auseinandersetzen muss, die man für gutes Geld verkaufen kann.
Das ist dann, also da habe ich so etliche Werke. Also wenn dann die Leute sagen, ich will unbedingt ein erotisches Bild haben, mir selber ist aber jetzt nicht nach Erotik, dann kann Erotik auch zum Zahnschmerz werden. Da sind wir ja bei den Zähnen. Was macht man dann in diesem Fall? Es ist ja ohnehin schon immer ein bisschen ein kritisches Thema, dass da jemand sagt, und jetzt sei kreativ. Das geht doch gar nicht. Ja, aber ohne Disziplin geht es trotzdem auch nicht. Ich arbeite 7 Tage der Woche zwischen 10 und 15 Stunden, jeden Tag, ausnahmslos. Wenn ich die Nase voll habe, wie man ja sieht, fahre ich ans Wasser und fange Fische. Aber eine Regel arbeitet durch und das hat auch was mit Disziplin zu tun. Man kann nicht immer nur sagen, oh, heute kommt nicht im Fernsehen, heute male ich mal wieder ein bisschen. So geht das nicht. Das Ding wird dann auch durchgezogen und teilweise natürlich auch bis zum Erbrechen. Und dann kommen natürlich auch diese Niederschläge, dass man wochenlang an eben einem Werk sitzt und feststellt, man ist auf einem ganz falschen Weg. Man war auf dem richtigen, jetzt versaut man es und dann fängt man bei Null an. Und dann hat man sozusagen 8 Wochen, 2 Monate in den Sand gesetzt. Und dann fängt man wieder von vorne an. Oder man lässt das Thema sein. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Man hat eine Idee und diese Idee muss über einen gewissen Zeitraum bestehen. Es ist ja nicht so, als wenn man aus Haus geht und sagt, heute spiele ich mal eine Runde Tennis. Das muss man dann jeden Tag an diesem Thema dranbleiben und das muss auch diese Attraktivität behalten. Wenn er die verliert, bleiben Bilder unfertig. Davon zeige ich nachher mal, welche Sachen, die ich noch nicht aufgegeben habe, aber die schon seit 2 oder 3 Jahren ruhen. Aber da ist natürlich auch verdammt viel Handwerk mit drin. Das ist nicht nur die Kunst, sondern man ist auch wahrscheinlich zu einem großen Prozentsatz Handwerker, oder? Ja. Also Sachen, auf die man Ja. im Notfall immer wieder zurückgreifen Ja. muss. Muss man. Wie viel Prozent so ein. Weil viele. Erstmal müssen wir ja damit anfangen, dass man sagt, wie viel Talent muss man haben? Die Meinungen gehen da auseinander. Ich bin wirklich der Meinung, ja, Talent ja. Aber Talent allein, dieses Wort müsste man eher auseinanderpflücken. Was macht Talent jetzt überhaupt aus? Aber nehmen wir bloß mal 10% Talent, das wäre meine Meinung, und 90% Arbeit. Durch diese Arbeit werden die Fähigkeiten immer von Jahr zu Jahr immer mehr und immer besser. Und das Talent hat viel mit, für mich, mit Besessenheit und Lust auch zu tun. Das ist der Motor, damit man das überhaupt durchhält. Sonst kann man es nicht. Das, ja, und Talent, da muss man wieder fragen, von wem hat man das? Könnte ich da nicht mal sagen, von wem ich das habe. Meine Eltern haben das geduldet, meine Mutter unterstützt. Aber ich kann nicht sagen, dass wir in der Familie jemand hatten, der ein Überflieger war in Sachen Kunst. Alle waren gerne kreativ tätig. Bloß wenn man die dann mit 11, 12 Jahren überholt hatte, dann kann man nicht sagen, dass man von denen weiter lernen konnte. Aber wir sind schon eine musische Familie. Musikliebhaber. Lesen, fressen Bücher sozusagen. Aber keiner hat damit jemals seinen Lebensunterhalt verdienen müssen und man muss ja sagen müssen. Meine Mutter war Modezeichnerin und gelernte Schneiderin und die hat schon was drauf gehabt, muss man sagen, ja. Ich würde gerne mal auf diese Ausstellung zurückkommen. Ja. 20. Mai, ich sehe jetzt gar nicht, wie lang die läuft. Wenn es jemand sieht, vor allem den, ja, schauen wir mal, 16.8. ja, das sind doch schon ein paar Tage. Wenn jetzt jemand da vorbeikommt, sich das anschaut und sagt, Mensch, das eine oder andere Kunstwerk, das gefällt mir, sind das auch verkäufliche Werke? Alle. Schon deshalb, weil ich habe mal eine Ausstellung gemacht mit ausgeliehenen Werken, die verkauft waren, etwa deprimierend für mich. Die Bilder ständig kamen Fragen. Dieses Bild, und ich sage, nee, das sind Leihgaben. Und das Portemonnaie leer. Und die wollen die, ausgerechnet die, ja. Und dann habe ich immer darauf verwiesen, nein, ich habe ja auch noch mehr. Nein, nee, das wollten sie dann aber nicht mehr. Das mehr wollten sie nicht. Die wollten genau das, was da, und das mache ich nicht mehr. Nein, nur noch verkäuflich. Es ist direkt eine Verkaufsausstellung. Übrigens, alles, was ich mache, hat was mit Verkauf zu tun. Na, weil es nicht anders geht.
wenn ich mit 80 Jahren eine Retrospektive mache, dann ist das okay, aber jetzt noch nicht, das ist ein bisschen zu früh. Wie viele Werke, die es wert wären, da hineinzukommen, würde eine Retrospektive zum heutigen Tag etwa umfassen? Knapp 6.000. Das ist eine Menge. Ja. Ich rede jetzt aber von allen. Von Leihgaben, ob im Museum, Privatbesitz, von allem. Ja, nun aus der heutigen Sicht, sicherlich würde ich ein Bild von 1982... Man bleibt ja sich selbst überkritisch. Ich würde viele Bilder vom Markt gerne nehmen. Was andere wiederum sagen, Gottes Willen, nein, das ist doch gut, ist doch gut. Und viele kommen auch her und sagen, Herr Schulz, hören Sie bloß auf, das Bild ist da fertig. Ich habe gesagt, ich habe noch nicht mal angefangen richtig. Und wollen das dann auch gleich so haben. Und manchmal habe ich mir schon den Joke gemacht, wenn Ihnen nun unbedingt drauf besteht, dann darf er die auch kaufen. Also dann soll er das kaufen. Aber dann sage ich manchmal auch, um Gottes Willen, da mit dem Signum drunter, da möchte ich dann auch nicht mehr in Zusammenhang gebracht werden. Das Bild ist ja nicht vollendet. Das Bild ist ja erst dann fertig, wenn ich sage, das Bild ist fertig und nicht, wenn der Käufer sagt, eigentlich ist das fertig. Nur wie gesagt, wenn man Geld braucht, dann können Sie auch meine Mischpalette kaufen. Ist mir einmal passiert in Berlin. Was war denn da wirklich? Ich habe die Mischpalette umgedreht auf Holz, habe sie einmal quer rübergezogen und habe in der Mitte noch eine Palme reingemalt. Und das Bild wurde dann wirklich gekauft. Ja, und da habe ich dann wirklich auch ernsthaft angefangen, da war ich 14, darüber nachzudenken, wie ernst muss man Kunst nehmen. Kunst, ist das, was gefällt? Ich weiß es nicht. Das hätte ich jetzt gesagt, weil auf der einen Seite würde es Leute geben, die sagen, das hätte ich auch gekonnt. Und dann sagst du, ja, aber ich habe es gemacht. Das ist dann die Kunst. Ja. Feuer habe ich bestimmt, ach so, ja. Gottes Willen ist das hier ein Flammenwerfer. Das gefällt mir so, die lockere Atmosphäre eines solchen Interviews. Das hat mal was anderes. Ich würde ganz gern mal jetzt überschwenken zu den Bildern, dass wir uns die mal angucken. Natürlich nicht allzu viele. Die Leute sollen ja auch mal vorbeikommen und sich das mal anschauen. Was sollten wir uns jetzt angucken? Eher die Fotografie, eher die Malerei. Was ist denn so spannend? Es ist ja auch noch nicht alles ausgesucht. Also die Ausstellungen stehen fest. Das steht alles fest? Das steht alles fest. Was wir heute machen können, das rolle ich hier einfach auf die Erde mal aus, zeige ein bisschen was. Das sind viele unfertige Sachen jetzt bei. Gestern bin ich fertig geworden mit einem Dreiteiler. Und zwar, Marek, das hat aber auch wieder mit Geld verdienen zu tun. So ist das nun mal. Als Innenausstatter, Raumgestalter. Und weil ich ja vom Baubereich komme, Trockenbauer, Maurer, mache ich Wände, gestalte die und bei den Häusern, die meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, versuche ich natürlich dann auch meine Bilder zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Und jetzt habe ich gerade so ein großes Haus, was ich machen muss. Und da ist ein Dreiteiler fertig geworden, und zwar gestern. Den kann ich Ihnen mal zeigen und dann zeige ich Ihnen einfach mal ein paar Bilder, die noch in Arbeit sind, wo ich immer noch am Überlegen bin. Obwohl ich da schon mal einen festen Plan hatte. Aber da müssen wir vielleicht irgendwie hier erstmal vorher ein bisschen was. Müssen wir jetzt hier Cut machen oder eine Pause machen. Jana, was sagst du dazu? Und das wird auch ausgestellt jetzt. Ja, aber seht dann, hier ist ein Streifen drin in dem Bild. Und dadurch ist das schon mal ein Fehldruck. Sowas geht gar nicht. Ja, diese Sachen werden aber später noch benutzt. Für Collagen. Das ist dasselbe. Ja, könnte irgendwie auch ein CD-Cover sein für irgendeine Hardrock-Band. Ist es aber nicht. Im Übrigen, das wird ja meine Frau jetzt ganz besonders gefallen. Das ist meine Frau. Da musste ich das Gesicht so weit abdunkeln, weil die doch eine gehobene Position in der Sparkasse hat und wollte nicht damit in Verbindung gebracht werden. Um was geht es jetzt bei der Innenausstattung? Jetzt das ist jetzt so eine Auftragsarbeit, oder? Das sind Häuser, ganze Häuser, die man gestaltet. Von den Gardinen bis zu den Fliesen, bis zum Laminat und allem drum und dran. Das suche ich mit den Leuten, denen die Häuser gehören, aus zusammen. Das ist jetzt das nächste Haus.
Welche Holztypen, welche Laminat. Dann laufe ich immer, ganz wichtig, tue ich dann immer mit meinem Farbfächer rum, suche die Sachen raus. Und wenn die Wand dann gestaltet ist, im Wohnzimmer kann man sich das angucken, da ist zum Beispiel sowas, dann kommen meine Bilder dazu. Und die Wandgestaltung geht nachher so, dass die dreidimensional mit verschiedenen Lasuren gemacht wird. Und dann durch Bordüren abgedeckt werden und dann jeweils passend zum Mobiliar, das sind jetzt bloß Beispiele, die Musterplatten stehen hier überall. Ja, das ist eine teure Angelegenheit und damit macht man auch keine ganze Wohnung, sondern als Hingucker höchstens eine Wand. Ja, und dann kommen meine Bilder und jetzt habe ich zu dieser Farbe, ist wie so eine Antasienarbeit. Muss man sich natürlich vorstellen, schön mit weißem Passepartout und dann in dieser Holzfarbe eingerahmt. Darauf ist das ausgelegt. Ja, und dieses Bild ist praktisch viermal gemalt. Jedes Bild ist viermal gemalt. Dann ist das Bild zerstückelt worden und dann wieder neu zusammengesetzt. Man sieht ja hier im Hintergrund zum Beispiel, man kann das auch ruhig mal anfassen. Das wurde rausgeschnitten, dann wurden Streifen hintergemacht, dann wurde wieder ein Bild gemalt, wurde rübergelegt. Vorher wurde noch Airbrush gemacht, bis nachher dieser Effekt, diese dreidimensionale entsteht. Immer wieder übereinander. Und bei der Intarsienarbeit ist das ja nichts anderes, außer dass man das nachher auf eine Ebene versenkt. Hier ist es aufeinander gelegt. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Käufer sagen, denn hier haben sie es auch noch nie gesehen. Ja, und das wird dann an die Wand gemacht. Das sind teilweise solche Bordüren, die dann unten rangesetzt werden. Ja, das sind Bezüge von der bestellten Couch. Alles muss nachher farblich mit den Gardinen und so weiter auch klappen. Ich züchte die Krebse, das sind aber Speisekrebse. Ihr wart vorhin in dem Zimmer, wo die Aquarien stehen. Ich kann euch die Fütterung auch noch mal zeigen. Die ist spektakulär im Übrigen. Ja, dann essen wir diese. Sollen ja auch künstlerisch jetzt noch verwendet werden. Und ja, da bin ich noch am Überlegen. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass das irgendwie was mit dem menschlichen Körper zu tun hat, weil das sind ja auch Aasfresser und fressen natürlich auch frisches Fleisch, sodass irgendwie eine Skulptur, Arme oder vielleicht auch mal eine Nase und einen Mund noch aus so einem Gipsbett rausguckt. Und diese Krebse über die wandeln und ein paar Aale könnte ich mir auch noch vorstellen. Allerdings jeder, der hierher kommt, nimmt immer ein bis zwei Krebse mit. Das war also noch weitaus mehr gewesen. Und die greifen auch immer meistens die größten. Aber es sind schon richtig gute Exemplare dabei. Und da muss man wirklich gucken. Auf alle Fälle wird es sehr morbid, das ist ganz klar. Aber da, sonst wäre das, die sind jetzt seit 4 Jahren hier. Ich hätte schon längst damit angefangen, wenn der Plan ausgereift wäre. Die sind sehr empfindlich und deswegen müssen sie übergossen werden, entweder mit flüssigem Gips. Bloß dann ist eben auch die schöne Maserung weg. Man muss wirklich sehen. Oder mit Epoxidharz, ich habe noch keine Ahnung. Im Kopf habe ich das Bild schon. Aber die Umsetzung ist... Ja. Crooked fingers I show. I use a way to me low, but it's just like he's in another world. He doesn't see the danger or show. And he'll end up like Joe, still bloody in the hole. It's just like she's in another world. And I should teach other or no. It's not a fun and never get close.
just like all in another world. Her house to teach her living alone. She never gets close, that's close enough. Television Zwickau.